Hi, heute geht es nochmal um die Spannung in der technischen Mechanik, um die technische Spannung oder wie man sie auch immer nennt. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, aber heute will ich das Wichtigste unterstreichen. Bis gleich. Mein Name ist Sergei Kerfi, ich bin in der technischen Berechnung tätig, habe Maschinenbau studiert und heute geht es nochmal um die technische Spannung bzw. die Spannung in der technischen Mechanik. Wenn du ein Bauteil belastest mit Zug oder Druck, dann treten bei diesem Bauteil Spannungen auf. Was ist Spannung? Spannung ist Kraft pro Fläche. Also im Grunde, wenn du irgendwo Kräfte von außen auf ein Bauteil aufbringst, verteilen die sich in den Querschnittsflächen. Die verteilen sich im Material. Wo Querschnitt dünner ist, ist die Spannung höher. Wo Querschnitt breiter ist oder dicker, ist die Spannung kleiner. Jetzt betrachtest du irgendwo einen Punkt. Angenommen hier irgendein Punkt. Und dieser eine Punkt hat aufgrund der Zugbelastung wegen mir eine Spannung. Ups, die muss jetzt exakt längs der Achse gehen, irgendwie so. Dann hat es eine Spannung, die male ich mal vektoriell rein. Also eine Spannung von wegen mir 30. Ja. Jetzt hast du noch eine zusätzliche Belastung, und zwar Biegung. Und Biegungen verursachen ebenso Normalspannungen. Normalspannungen sind immer die, die normal zu dem betrachteten Querschnitt stehen. Die Normalspannung von Biegung ist aber eine Druckspannung und geht exakt in die gegengesetzte Richtung. In dem Fall könntest du die eine von der anderen einfach abziehen und dann hättest du deine resultierende Spannung in diesen Bauteilen. Wenn die zwei gleich groß wären, also wenn das ebenso 30 wäre, dann hättest du da Spannung 0. Angenommen, das wäre da irgendwie doch in dieselbe Richtung würde es wirken, dann wäre die gesamte Spannung 60. Ja? Jetzt hast du noch andere es sind nicht nur Zug- und Druckkräfte, es sind nicht nur Biegemomente, die Normalspannungen verursachen, es sind ebenso Querkräfte. Querkräfte, die wirken irgendwie runter. Ne? Also die greifen irgendwie an und ziehen nicht und drücken nicht. Die wirken irgendwie runter. Die verursachen Biegung, aber die haben wir schon betrachtet. Die verursachen ebenso aber auch Schub. Und Schub hat eine Spannung, die liegt in der Ebene. Die verteilen sich etwas anders. Wenn die Normalspannung beim Zug überall gleichmäßig sich verteilt hatte und wenn die Spannung bei der Biegung eine Neutralfaser hat, bei der die Spannung 0 ist und jeweils außen ist die höchste Spannung, dann ist das bei der Schubbelastung so, dass du außen 0 hast, wenn die Schubbelastung jetzt runterziehen würde, dass du außen, hier außen 0 hast, hier außen 0 hast, in der Mitte Maximum hättest, da wäre auch irgendeine Spannung vorhanden. Angenommen, wir hätten eine Spannung hier von 20 Newton pro Quadratmillimeter. Die liegt aber in der Ebene drin. Die geht nicht aus der Ebene raus. Die ist anders zu betrachten. Jetzt hättest du noch irgendwelche Torsionsspannungen oder sonstige Spannungen. Angenommen, du hast irgendeine Torsionbewegung. Du drehst das Ganze so rum oder so rum. Also quasi hier so belasten. Torsion, ebenso wie Schub, verursacht Schubspannung. Ja? Für diese Schubspannungen, angenommen, du hättest hier irgendeine Spannung, die würde so wirken. Die wäre vielleicht, sagen wir mal 40 und würde nicht exakt in dieselbe Richtung wirken wie unsere Schubspannung von der Querkraft. Überbegriff für diese Art Spannungen,
die Schubspannungen, die in der Ebene liegen, ist Tau. Und Überbegriff oder Zeichen für die normale Spannungen ist Sigma. Ja? Jetzt kannst du diese zwei Spannungen einmal aufgrund der Querkraft und einmal aufgrund der Torsion vektoriell zusammenrechnen. Ja, du machst hier, du addierst diese zwei und bekommst eine resultierende, die wirkt irgendwie so, angenommen, die wirkt, keine Ahnung, ich denke mir jetzt was aus, mit, sagen wir mal, 30 Newton pro Quadratmillimeter wirkt diese Spannung. Jetzt wirken also in diesem einen Punkt, also ich habe jetzt Kreis gemalt um den Punkt, einmal 60 Newton pro Quadratmillimeter Normalspannung, Sigma, und einmal 30 Newton pro Quadratmillimeter Tauspannung. Also hier diese zwei zusammengerechnet sind 60 und diese zwei zusammengerechnet ergab sich dann 30. Ne? Jetzt willst du die zusammenrechnen und in der Regel würde man sofort auf die Idee kommen, das sind ja zwei Vektoren, der eine zeigt irgendwie so, der andere zeigt irgendwie so oder so, keine Ahnung. Ne? Dann rechne ich die vektoriell zusammen zu einem Betrag. Und das geht eben nicht, wenn man Stahl betrachtet. In der Regel nutzen wir die Vergleichsspannung nach Mises. Das heißt, diese zwei Spannungen, also einmal hier die resultierende wäre ja so groß, und einmal hier, diese zwei Spannungen kannst du mit der Gleichung verrechnen. Ne? Vergleichsspannung nach Mises. Jetzt hast du diese zwei Werte und du gibst die in diese Gleichung ein. Sigma Quadrat plus 3 mal Tau Quadrat und daraus aus Gesamten die Wurzel ziehen. Du merkst, die Tauspannung, die Schubspannung wird etwas überbewertet verglichen zu der Sigma-Spannung. Das ist die ganzen Werte, die ganzen Streckgrenzen und sonst was ist ja immer in der Regel auf Normalspannung bezogen. Ne? Du ziehst einen Stab und dann hast du deinen Wert raus. Und du brauchst immer, selbst wenn du dieses Sigma überhaupt nicht hättest und nur diese Belastung hättest, brauchst du im Grunde einen Sigma-Wert, mit dem den du mit Streckgrenze zum Beispiel vergleichen kannst. Und dann steckst du, selbst wenn du nur die 30 hättest, steckst du diese 30 hier rein. Ups, jetzt habe ich falsche Farbe genommen, bitte nicht falsch nehmen, verstehen. Steckst du diese 30 hier rein, selbst wenn hier 0 ist, dann ist hier halt 0, dann hast du hier die 3 mal 30 hoch 3 und dann Wurzel aus dem Ganzen, dann hast du eine Vergleichsspannung. Übrigens, was kommt eigentlich 3 mal, was käme da raus? Also, ich habe noch mal Taschenrechner in die Hand genommen. Wenn ich hier 60 hätte und hier 30 hätte und daraus dann die resultierende Gesamtspannung berechnet hätte, nach der Gleichung nach Mises, bekäme ich hier irgendwas bei 39 Newton pro Quadratmillimeter. Das wäre die Vergleichsspannung nach Mises, wenn diese Spannungen, so wie die hier aufgeschrieben sind, wirken würden. Angenommen, wir hätten diese Spannung nicht mehr, dann hätte ich 51,9 Newton pro Quadratmillimeter. Das kommt alles dem Faktor 3 zustande. Das heißt, wegen der Faktor 3 zustande. Das heißt, diese Tauspannung wird überbewertet. Das ist normal so. Das ist die Theorie, was ist sprödes Bauteil, was ist zähes Bauteil und so weiter. Ne? Das heißt, die Tauspannungen sind in der Regel gefährlicher als Sigma-Spannungen, nur treten in der Regel Sigma-Spannungen in höheren Werten auf. Meistens, zumindest an den Stellen, die wir betrachten, haben wir Biegung überwiegend oder Zug überwiegend und die prüfen wir. Aber bedenke auch immer die Spannung Tau, die Schubspannung,
Die ist wegen Faktor 3 eigentlich überbewertet. Guck mal, du hast gedacht, es sind ja nur 30. Aber wenn du diese 30 in die Vergleichsnach Mises steckst und hier 0 hinmachst, hast du immer noch deine 51 oder 52. Mit diese 52 müsstest du dann mit Streckgrenze und so weiter vergleichen. Wie weit bist du von der Streckgrenze entfernt? Das ist dein Wert. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, weiterempfehlen und bis dann.